Ich mach mal die Musik im Hintergrund wieder an. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen leiser stellen. Und schauen wir uns unseren Gott an. Ich habe schon gerade eben am Anfang ein bisschen was dazu erzählt, so ein bisschen den groben Umriss gegeben. Der gute Herr Meus Mora, ein Gott aus der Elder Scrolls-Reihe, ist definitiv eine Inspiration für ihn. Was ich halt super gut an ihm finde, ist für einen Wissenschaftsgott diese Symbolik der vielen Augen. Denn man könnte interpretieren, dass Wissenschaft, wir kennen das auch, wenn man sich so Artikel anguckt, ne? Die heißen Peer-Reviewed-Artikel, oder sollten sie zumindest heißen. Ja, mehr oder weniger ist das Wissen, was als Wissen war, als wahr kategorisiert wird, ein solches, was durch viele, naja, sagen wir mal unabhängige Beobachter in den Wissenschaftssphären erstellt wird. Und dadurch finde ich diese Augenmetapher super, super passend für etwas, was Wissenschaft oder Wissen beschreibt. Und deswegen hätte ich total gerne, dass diese Kreatur, die den Gott, boah geil, die den Gott darstellt, viele Augen hätte. Und hier, Leute, ne? If you wanna become famous, dann kannst du Followers kaufen. Und zwar, interessanterweise, ne? Guck mal, die Bots sind klüger geworden, ne? Normalerweise kann Nightbot die Bots hier blockieren, indem er nämlich einfach den Link blockiert. Die Bots sind aber klüger geworden und haben jetzt ein Leerzeichen zwischen dem Link gesetzt, sodass er das automatisch nicht löscht. Interessant. Verdammt, ey. Eines Tages machen uns die Bots fertig. Eines Tages. Wir waren gerade im Wissenschaftssystem. Genau, die Augenmetapher finde ich super, super cool. Die würde ich gerne übernehmen. Mit den Tentakeln, da bin ich mir noch nicht so sicher. Was ich gerne als Körper mir vorstellen wollen würde, ist, das seht ihr ja oben in meiner Taskleiste schon, wer schon darauf geguckt hat. Nämlich, ich hätte gerne mehr oder weniger eine solche Gestalt in einem Körper eines langhalsigen Wesens, giraffenartigen Wesen. Und Horizon Zero Dawn, auch ein ganz schön inszeniertes Spiel, hat da einen relativ coolen Mech-Type. Diese Langhälse gefallen mir sehr gut vom Design her. Ich frag mich so ein bisschen anatomisch gesehen, wie auch Giraffen den Hals so hochhalten können, ohne vorne umzukippen. Und der hat sie, glaube ich, noch mal schwieriger, ne? Weil er so eine riesige Plattform vorne auf dem Kopf hat, sein Gleichgewicht zu halten. Aber ich glaube, so ein bisschen vom Design her eine Kombination aus den beiden Elementen würde ich gut finden. So ein bisschen, warum finde ich jetzt zum Beispiel einen Giraffenstil ganz gut für eine Gottheit der Wissenschaft, ist, was man damit gut zeigen kann, ist die Leuchtturmfunktion. Die habe ich mir übrigens jetzt selber ausgedacht, die ist nicht wirklich durch irgendeinen Wissenschaftler definiert, aber meiner Meinung nach die Leuchtturmfunktion der Wissenschaft mehr oder weniger als ich habe ja quasi dieses Beobachterprinzip beschrieben, dass man sich in der Wissenschaft gegenseitig beobachtet. Und wenn man meinen Wissenschaftssträngen folgt, würde man das Beobachtung der zweiten Ordnung nennen. Und von da aus gesehen hat man allerdings das Problem, dass man die Fähigkeit verliert, sich selber zu beobachten. Denn man kann quasi nur noch andere beobachten. Und wenn wir dieses Bild jetzt weiter übertragen, wir schauen von hoch oben herab und sehen quasi nur noch die anderen Leuchttürme um einen herum und verlieren so ein bisschen den Blick
für das, was auf dem Boden liegt. Das finde ich immer eine ganz schöne Metapher. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein Problem der Wissenschaft, warum man der Wissenschaft auch manchmal Abgehobenheit vorwerfen könnte. Sie verliert ihren Blick, weil sie eben nicht in der Lage ist, ihren Blick anders zu richten. Und ich glaube, das in Kombination ist eine schöne Art und Weise, wie man diesen Gott darstellen könnte. Das Problem ist so ein bisschen, das Ganze ist nicht ganz logisch, denn wenn wir jetzt hier diesen Langhals hätten und ihn überall an seinem Körper Augen dran bauen würden, dann haben wir insofern ein Problem, dass er dann ja wieder alles sehen würde. Und da müssten wir auch eine Lösung für finden. Was jetzt eine Lösung wäre, wäre, wir packen ihm so eine Art Halskrause auf dem Hals, sodass er quasi mit seinem Kopf zumindest nicht das sehen kann, was er sehen soll. Und das würde dann so ein bisschen die Perspektive des Wissenschaftlers selbst repräsentieren, indem man so sagt, okay, also es gibt sehr viele Beobachter, was durch die verschiedenen Augen auf dem Konstrukt dargestellt werden. Und es gibt den einen Beobachter, der man in dem Fall selber ist. Und der kann eben nicht wirklich beobachten, was alles um ihn herum geht, sondern mehr oder weniger nur horizontal gucken. Und deswegen finde ich auch diese Plattform auf dem Kopf gar nicht so schlecht. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, den Gott so ein bisschen auszugestalten. Die andere Option wäre es, wenn man den einzelnen Augen so eine Art Scheuklappen jeweils einzeln verpassen würde. Das wäre natürlich deutlich aufwendiger und deutlich detailreicher. Hätte aber auch so ein bisschen den Effekt dieser Nicht-Einsehbarkeit zu zeigen. Und da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, welches Konzept ich cooler finde. Ich glaube, einfacher zu zeichnen, denn das ist ja so ein bisschen das Ziel an der Sache, dass ich am Ende des heutigen Streams zu irgendeinem Artist gehen kann und sagen kann, yo, zeichne mir das mal. Ist es, glaube ich, einfacher, wenn wir dem Wesen so eine Halskrause geben würden. Man müsste dann halt genau gucken, wie das ausgestaltet ist. Also zum Beispiel auch die Position der Augen. Ne? Wollen wir zum Beispiel ein großes zentrales Auge haben? Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Es gibt in Dungeons & Dragons die sogenannten Beholder. Sehr bekannt. Na okay, es gibt schon mal auch ein Spiel. Sehr bekannt für die Welt von Dungeons & Dragons. Eins der typischsten Monster, die wir immer wieder sehen in Dungeons & Dragons. Und die haben halt dieses Auge so sehr zentral. Und was so ein bisschen die Sache an dem ist, die Dinger sind Copyright geschützt. Das heißt, du darfst möglichst nichts machen, was irgendwie in die Nähe dieses Namens kommt, weil die dich sonst ordentlich verprügeln. Das heißt, es darf nicht zu sehr in die Richtung gehen. D&D ist da sehr, 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 sehr aufmerksam mit ihren Copyrights. Und der Beholder gehört definitiv dazu. Genau, das Ding wird also vor allem in den Farben Lila und Weiß soll es gehalten werden. Wie der Kopf genau ausgestaltet wird, ist die Frage, was auch eine super interessante Frage ist. Das gilt dann für alle Götter, die wir erstellen wollen, ist, machen wir, da wir in so einer Steampunk-Welt leben, in unserer Homebrew-Story, werden die Wesen dort, oder beziehungsweise wie mechanisch werden die Wesen dort, ne? Also, wir sehen ja hier zum Beispiel der Mora, ne, der sieht irgendwie aus wie, ja gut, man könnte meinen, er ist ein organisches Wesen, man könnte auch meinen, er ist, keine Ahnung, psionisches Wesen oder so in die Richtung. Aber wir sehen ja hier zum Beispiel bei dem Ding, das sieht ja quasi voll aus Metall aus. Und da muss man auch so ein bisschen die Balance finden, wie man das gestalten will. Ich glaube, man könnte
eine Kombination hinkriegen, dass der Körper metallisch wirkt und an den Stellen, wo die Augen rauskommen, man so eine Art lila-schwarze, fluoreszierende Essenz um die Augen herum hätte. Die Idee soll ja so ein bisschen sein, dass die Götter in meiner Welt etwas abstrakt wirken, weil sie etwas unnatürlich wirken, auch wenn im Endeffekt sie mehr oder weniger auch überhaupt nicht unnatürlich sind, denn das liegt so ein bisschen an unserer menschlichen Denkweise. Wir können eigentlich nie wirklich was Neues erfinden. Wir können meistens nur bestehendes Wissen rekombinieren. Und das tun wir hier in dem Fall auch, indem wir mehr oder weniger uns Gedanken machen und das Wissen rekombinieren. Das Problem wäre, wenn wir wirklich neues Wissen schaffen würden, ist, dass wir das nur sehr schwer erklären könnten, weil wir eben nur auf das rekurrieren können, was wir wissen. Das stellt so ein bisschen die Problematik dar. Aber ich glaube, die Idee, dass der Körper metallern wirkt und die Augen dieses schwarze fluoreszierende oder schwarz-lilane fluoreszierende um sich herum haben, ist, glaube ich, ganz nett. Man müsste natürlich so ein bisschen auch überlegen, okay, Metalle treten ja in solchen und solchen Farben auf. Haben wir die Möglichkeit, in unserer Welt die zu färben? Gibt es Metalle, die in den verschiedenen Farben vorkommen? Oder sind das dann am Ende doch Kristalle? Und so als Gott kannst du dir wahrscheinlich ein bisschen mehr leisten. Und was wir auch hier sehen, auch eine Sache, über die wir uns dann Gedanken machen müssen, ne? Über das Logo von dem Gott. Das müssten wir auf jeden Fall auch dazu in den Auftrag geben. Ein relativ vereinfachtes Logo, was aber darstellen sollte, was den Gott ausmacht. Zum Beispiel könnte man auf lilanem Hintergrund diesen weißen Halskopf nehmen. Ein Auge, wie bei DSA. Hat DSA auch ein Auge als Logo? Das schwarze Auge. Ja. Ich meine, die Augenthematik scheint ziemlich oft vorzukommen. Wir nehmen mal hier so einen relativ bekannten Gott. Nämlich Moradin, der Obergott der Zwerge. Einen der stärksten Götter von Dungeons & Dragons, zumindest lore-wise. Erschaffer und Macher aller Zwerge und für Spielekunst und so zuständig in der Welt von D&D und okay, das scheint immerhin keinen Zaun zu haben. Wir sehen hier, ne, das Symbol von ihm karikatiert. Das müssten wir uns auf jeden Fall überlegen. Ich glaube, auf lilanem Hintergrund nur den Hals dieses Wesens abzuzeichnen und dann halt den Kopf wäre ausreichend. Dafür müsste man dann halt aber noch immer genau definieren, wie der Kopf aussieht und ob diese Halskrause da kommt. Ne? Man könnte quasi mit der Halskrause starten, den langen Hals rauskommen lassen, den Kopf dann bilden, so ein bisschen Giraffen-Style, mit den Augen auf dem Hals und dann mehr oder weniger eventuell das raus mit Tentakeln die Augen fallen lassen, wobei da ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher bin. Und das klingt, was ich jetzt gerade beschrieben habe, etwas aufwendig in der Ausgestaltung. Übrigens auch zumal die Seiten für euch vergrößern. Damit ihr auch was lesen könnt. Ja, das auszugestalten wird interessant. Ich glaube, da muss man auch viel mit der Künstlerin, dem Künstler interagieren, um das so halbwegs gut hinzukriegen. Wobei, ich meine, Künstlerinnen und Künstler, die haben auch irgendwo dann eine eigene Idee, wie sie das machen wollen und denen ich das dann hoffentlich anvertraue, denen vertraue ich das dann auch an und die werden dann auch irgendwie hoffentlich die Idee gut weiterführen. Ja, so viel zum Symbol. Ein weiteres Problem, was wir mit unseren Göttern haben werden,
ist, wo leben die? Das ist in der Tat ein problematisches Problem, insofern als dass unsere Götter ja, wir nehmen jetzt hier mal wieder Moradin, und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, lebt der auf Celestia in einem Berg. Und Celestia ist mehr oder weniger die neutral, rechtschaffend gute, ich glaube die rechtschaffend gute Welt. Und ist also quasi nicht unbedingt die Welt, in der man ihn erwarten würde. Also, ja doch, also Zwerge tendieren dazu, rechtschaffend gut zu sein, zumindest die Standard-Zwergrassen. Aber es ist eher so eine Ebene der Engel, wo man die erwarten würde. Und er lebt da halt in irgendeinem riesigen Berg drin, ne? Und damit ist er aber halt quasi außerhalb unseres bekannten Kosmoses, in dem die meisten unserer Abenteuer spielen, also raus aus Faerun, raus aus Greyhawk, raus aus Eberron und so. Und das ist insofern ein Problem, dass unsere Welt ja mehr oder weniger ihre eigenen Götter einführt und story-wise keinen Sinn machen würde, dass sie nicht in der Welt, in der sie angebetet werden, leben. Und das macht es relativ kompliziert, weil die Götter einen Ort haben müssen in der Welt, wo sie existieren. Gleichzeitig wäre es ideal, wenn die Spieler und Spielerinnen nicht an diesen Ort kommen können. Und das macht so einige Probleme, die ich, wo ich mir noch nicht sicher bin, wie man die am besten lösen könnte. Man könnte sie jetzt natürlich einfach in den Himmel verpflanzen. Aber das macht bei manchen Göttern wahrscheinlich einfach keinen Sinn. So. Ja, das ist tatsächlich echt ein mega Problem, wo ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher bin, wie man das lösen kann. Denn in der klassischen D&D-Mythologie funktionieren Götter so, dass sie nicht durch ihr göttliches Sein agieren, sondern normalerweise einen Avatar von sich selber irgendwo hinschicken. Eine Personifikation ihres Willens, ihres Seins. Und durch ihn agieren. Und gegen das, was Spieler kämpfen können, ist normalerweise auch der Avatar dieses Gottes. Denn Götter sind quasi unbesiegbar. Götter können nur durch andere Götter besiegt werden. Lore-wise gesehen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wir müssen also eigentlich einen Ort schaffen, an dem unsere eigenen Götter leben, der abgeschottet ist von der Außenwelt, und einen Ort schaffen, an dem allerdings die Avatare der Götter existieren, der nicht abgeschottet ist von der Welt, aber auch möglichst schwer zugänglich ist. Und die beiden Punkte zu gestalten, wird eine Aufgabe sein, die ich wahrscheinlich im Geheimen machen muss. Denn für alle die Leute, die dann mal in den Stories spielen wollen, direkt zu wissen, wo sie hingehen müssen, um den Avatar zu finden, glaube ich, macht es denen ein bisschen zu einfach. Aber wenn ihr gute Ideen habt, wo wir Götter verstecken können, wo wir Avatare drin verstecken können, haut sie an mich raus. Da wäre ich super interessiert daran. Wir haben ja diese Steampunky-Welt. Wir haben eine große Hauptstadt, die relativ modern und merkantilistisch aufgebaut ist. Wir haben eine riesige Hafenstadt, die mehr oder weniger der Motor der Wirtschaft ist und der Hauptkontaktpunkt wahrscheinlich zur restlichen Welt. Wir haben ein riesiges Außenterritorium, was mit vielen Sümpfen bestickt ist, aber aus dem auch die meisten der Ressourcen importiert werden. Und wir haben im hohen Norden ein
nebliges Plateau, auf dem mehr oder weniger der Herrscher der dieses Universums, dieses Planeten lebt. Und ja, die Gebiete haben wir und müssten die so ein bisschen mit Leben füllen. Mal gucken, wo wir da am Ende die Leute reinstecken werden. Ja, das ist so ein bisschen die Idee, die ich hätte für unseren Gott der Wissenschaft. Er würde wahrscheinlich die Illusionsmagie reinbekommen. Die psychische Magie ist ein bisschen komplizierter einzusortieren, denn wenn wir uns mal angucken, die Spells, die psychischen Schaden machen, die kommen aus relativ vielen verschiedenen Magieschulen. Gucken wir uns zum Beispiel mal an, die meisten kommen, glaube ich, aus der Evocation School. Wo haben wir hier eine? Mindsliver? Oh, interessanterweise ist Mindsliver ein Enchantment-Spell. Interessant. Mindsliver macht mehr oder weniger ein D6 Schaden und verringert ein Attribut, falls er den Intelligenz-Save nicht schafft. Schauen wir uns mal noch ein, zwei von den psychisch Schadens-Spells an. Wir hätten, ich glaube, Tasche ist Hideous Laughter, oder das ist, machst du psychischen Schaden? Ne, machst du nicht. Der andere Spell macht allerdings psychischen Schaden. Hier haben wir, auf der zweiten Stufe müssten wir auf jeden Fall psychischen Spell haben, nämlich Mindspike. Okay. Und Mindspike ist natürlich ein Divination-Spell. Auch interessant, der macht nämlich auch psychischen Schaden. Und okay, man sieht, warum Divination ist. Er funktioniert ähnlich wie Hunters Mark. Man erfährt die Location des Targets. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Wir gucken uns nochmal einen dritten psychischen Spell an. Und Ceramic Blast ist Unearthed Arcana. Wir haben auf jeden Fall einen AOE-Spell, glaube ich. Aber der ist nicht dritte Stufe, ne? Ich glaube, er ist fünfte Stufe. So, ganz kurz gucken. Ist Necromancy Negative Energy Flood? Das ist nicht. Das ist Synaptic Static. Es steht auf jeden Fall Psychic Energy. Es macht allerdings scheinbar keinen Schaden. Aber ist in dem Fall auch Enhancement School. Interessant. Wir haben jetzt, es takes 8d6 Psychic Damage. Scheinbar haben wir einige Sachen, die in die Enhancement School gehen, was psychischen Schaden angeht. Es gibt nicht ganz so viele psychische Schaden-Spells und die werden auch erst, sind auch noch alle relativ neu. Wahrscheinlich, weil den DMs auf die Nerven ging, dass so viele Berber waren rumlaufen. Man ein paar mehr psychische Spells haben wollte. Und vielleicht ein bisschen mit der Einführung durch die ganzen Mindflayer-Thematiken kommen jetzt ein paar mehr psychische Schadensspells rein. Vielleicht sollten wir dann aber auch die Enchantment School ein bisschen stärker einbauen in unsere Überlegungen zu dem Charakter. Wir hätten, glaube ich, Feeble Mind macht noch. Ist Feeble Mind ein 8er oder ein 9er Spell? Ein 8er Spell, ne? Ist auch Enhancement. Ich glaube, Feeble Mind macht auch psychischen Schaden. Ja. Interessant. Es ist echt so, dass wir die psychischen Spells oft in der Enhancement-Schule sehen. Ich habe sie ein bisschen häufiger in der Evocation-Spell-Liste eingeordnet. Also in den Zaubern so ähnlich wie Feuerball.
oder also so diesen Boom-Spell, ne? So diesen typischen Charm-Spell, hatte ich die eher eingeordnet. Die scheinen aber oft in die Enhancement School zu gehen, weil, aber es macht auch Sinn, oftmals sind diese psychischen Spells gekoppelt mit einer Kondition, die meistens bei einem Intelligenz-Save eintrifft. Und auch wenn die dann teilweise kaum großartige Wirkung hat, ist das wahrscheinlich das entscheidende Element, warum der Spell so gegangen wird. Interessant. Das sollten wir versuchen einzubauen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir das einbauen wollen würden, aber ja, es ist interessant. Jetzt ist natürlich so also ein bisschen die Frage, wie stehen die Götter zueinander? In meiner Welt werden sie mehr oder weniger aneinander vorbeileben. Zumindest ist das der Optimalzustand, dass sie aneinander vorbeileben. Wir in der D&D-Welt kennen das oft so, dass die Götter verfeindet sind und untereinander aber auch befreundet sind, dass schwächere Götter bei stärkeren Göttern Schutz suchen und der stärkere Gott aber mehr oder weniger davon auch profitiert, da er so ein bisschen Eigenschaften des Pantheons, der verschiedenen Eigenschaften, die die Götter aufeinander einverleiben, mehr oder weniger auch auf sich benutzen kann. Und das ist so ein bisschen, wie Götter in D&D funktionieren. Sie entstehen oder sind dadurch da, dass Sterbliche oder auch dass Lebewesen mit ihren Gedanken und Taten bestimmte Aspekte der Welt ansprechen. Also zum Beispiel hier bei Moradin. Wären es zum Beispiel alle Schmiede, alle Minenarbeiter, alle Zwerge, alle Ingenieure, ne? Hier haben wir die Worshippers. Wenn sie irgendwie arbeiten, dann ist das gleichzeitig auch Gebet an Moradin, egal ob er da jetzt direkt oder indirekt Einfluss drauf hat. Und dadurch, dass quasi es sehr viele von denen gibt, wird seine Macht auch größer. Und seine Macht wird aber auch größer, wenn der Glaube oder die Art und Weise, wie der Glaube ausgeführt wird, intensiver ist. Also wenn sich jemand umbringt für einen Gott, ist das quasi ein größerer Akt der Glaubensanbetung, als wenn jemand sagt, ich fände es gut, dass diese Pflanze wächst. Und das sind so mehr oder weniger die Hauptkriterien in der Welt von Dungeons & Dragons, wie Götter wie Götter ihre Macht haben, und deswegen sind sie alle daran interessiert, möglichst viele dieser Domänen auf sich zu vereinigen. Also zum Beispiel dieses Schmieden, Zwerge, das sind quasi alles Domänen, die sie auf sich vereinbart haben. Hier steht Portfolio, ne? Sogar Schutz gehört bei ihm dazu und Kreation. Und dadurch, dass es aber in der Welt von D&D sehr viele Götter gibt, also hier steht ja zum Beispiel 43, wobei das ist, glaube ich, was anderes bezogen. Schauen wir mal ganz kurz an, how many D&D Gods, mal gucken, ob da was rauskommt. Okay, oh, über 100. Es gibt also sehr, sehr, sehr viele Götter in der Welt von Dungeons & Dragons. Okay, und das ist sogar nur in the Greyhawk Setting und when creating Dungeons & Dragons 3rd Edition. Es sind also ein paar weniger in der D&D-Welt, aber durch das Multiversum-Prinzip gibt es quasi alle Götter gleichzeitig. Und in unserer Welt wird es im Moment 8 Götter geben. Es gibt im Moment 8, eventuell gibt es noch einen 9. Über den bin ich mir noch nicht 100%ig sicher. Und das hat für die Götter relativ interessante Eigenschaften oder Folgen daraus. Denn ich habe ja quasi beschrieben, Götter werden stärker, indem sie mehr Anhänger haben,
Portfolios auf sich vereinen und die Intensivität dieser Religionen stärker werden. Und dadurch, dass es halt weniger Götter gibt, muss man viel mehr des Wissens auf diese Götter vereinen. Und dadurch sind sie natürlicherweise stärker. Gleichzeitig sind sie auch schwächer, weil es ja quasi lokale Gottheiten sind. Ne? Sie werden quasi zumindest direkt nur angebetet in der Welt, in der unser Abenteuer spielen wird. Und die wird halt mehr oder weniger ein Planet sein. Und deswegen sind sie auch wiederum schwächer. Und es ist dann relativ interessant, ne? Was passiert jetzt? Stellen wir mal das Szenario dar. Du bist nehmen wir wieder Moradin. Du bist ein Priester von Moradin in der Welt von Ferun, also in der Standard-D&D-Welt. Und gehst jetzt auf deinen fliegenden Zeppelin und fliegst auf eine andere Welt. So, das ist zunächst einmal ein großes Problem, denn je weiter du dich entfernst von dem Heimatplaneten deines Gottes, desto schwächer wird die Magie, die dir der Gott geben kann. Wenn es ein Sprung entfernt ist, ist es egal. Und das wäre jetzt zum Beispiel der Fall. Moradin wohnt in Mauts Celestial. Das liegt im, ich glaube, Nordosten von unserer Welt. Also auf einer anderen Welt, aber Nordosten quasi gesehen. Und unsere Welt liegt quasi in der Mitte. Und deswegen ist es ein Sprung entfernt, kein Problem. Würden wir allerdings weiter wegfliegen, verlieren wir an Kraft zu diesem Gotte. Und dann ist die richtige Konsequenz für einen Priester, einen anderen Gott zu suchen. Und zwar einen anderen Gott, der mehr oder weniger das repräsentiert, wofür Moradin in der Welt stehen würde. Und das kann teilweise ziemlich kompliziert sein, weil es zum Beispiel in unserer Welt keinen Gott geben würde, der sich speziell mit Zwergen beschäftigen würde. Und es wird dann ein bisschen komplizierter. Man müsste das mit dem Spieler genau durchgehen, welcher Gott das sein würde, wenn man halt nur 8 Stück hat. Und man könnte definitiv sogar für mehrere Götter argumentieren in meiner Welt. Denn wir haben den Gott der Wissenschaft, den wir so ein bisschen sie angesprochen haben, ne? Das Element der Kreation. Und Kreation ist insofern bei Moradin auch nochmal so ein interessanter Fakt, ne? Moradin hat ja die Zwerge kreiert als seine ultimativen Kinder. Also er ist auch insofern ein Kreationist. Dadurch könnte man ihn natürlich in die Wissenschaft packen, wenn man diesen Crafting-Aspekt und den Knowledge-Aspekt, den er auch hier scheinbar zugewiesen hat, besonders rausheben will. Man könnte ihn allerdings auch, wenn man wirklich auf dieses Erstellen von Wesen hinauslaufen wird, in den Liebesaspekt reinpacken. Wäre nicht unbedingt die erste Idee, auf die ich kommen würde, aber würde ich nicht komplett verneinen. Wir hätten allerdings, auch wenn wir den Schutzaspekt betonen wollen und das Lawful Gute in seiner Charaktereigenschaft, hätten wir womöglich den Gott der Justiz, der Gerechtigkeit als möglichen Adressaten. Und ich glaube, das ist aber eigentlich ein super cooler Story-Moment oder Element für so einen Charakter, dass er sich darüber Gedanken macht, okay, welchen dieser Götter sollte ich jetzt meine Treue schwören? Und das kann eine Quest für ihn sein, ne? So von wegen, ja, aus irgendeinem Grund, ne, kommen die ganzen Leute ja eh ständig in die D&D-Stories durch Portale, sind da irgendwie plötzlich angestrandet, weil sie ja unbedingt irgendeine Rasse spielen wollten, die nicht naturell in der Welt so ist. Kommen also durch irgendein Portal angestrandet und müssen sich dann erstmal irgendwie zu so einem Tempel von Gott XY begeben, um dort ihr Alignment oder ihren Gott auszuwählen. Und da hat man direkt eine Story-Hookline, mit der man, glaube ich, ganz cool was machen kann und auch die Connection zwischen dem Charakter und dem Gott darstellen könnte.
Finde ich ziemlich interessant, wie man das dann ausgestalten würde. Ja, aber ich glaube, im Prinzip die Grundidee für den Wissenschaftsgott vom Äußeren her, welche Magiedomänen, also er wird scheinbar Enhancement- und Illusionsmagie vor allem auf sich vereinen. Ah, scheiße, wir müssen allerdings auch ihm noch Divination-Magie geben. Denn wenn wir uns mal den Knowledge Cleric angucken, sehen wir, dass er so ziemlich alle seine Spells aus der Divination School kommen, und wir können natürlich nicht den Divination, den Knowledge Domain Cleric nicht in den Wissen Kategorie reinpacken, ne? Also wir haben hier Augury, wobei es gar nicht so viel, ne? Legend Lore, Scrying sind Divination Spells. Arcane Eyes auch Divination. Non-Detection könnte Enhancement sein, könnte aber auch. Ja, müsste wahrscheinlich Enhancement sein, ne? Suppuration, ja, okay, ist Schutz. Suggestion ist wahrscheinlich Enhancement. Würde aber auch eigentlich ganz gut passen. Command müsste auch Enhancement sein. Ja. Identify ist auch Divination. Okay. Das heißt, er würde wahrscheinlich die drei Domains zugewiesen kriegen: Enhancement, Divination und Illusion. Und anhand derer können wir wahrscheinlich eine Erklärung schreiben, die uns ausreichen wird, um mehr oder weniger den Spielern zu erklären, in welcher Domäne sie sich hier wiederfinden könnten. Wir haben das Äußere geplant. Was wir nochmal uns angucken können, ist die Größe. Heißt das Ding Gagatungan? Nee, heißt es nicht. Wir können uns mal ganz kurz angucken, wie groß. Ah, es heißt Gagatungan, ne? Ich hab's, glaube ich, nur falsch geschrieben. Wie groß wir die Dinger uns vorstellen müssen. Und zwar sind das 20 Fuß und größer. Weil das sind 20 Fuß. In Meter. 6 Meter und größer. Das ist gar nicht so groß, ne? Also, es ist schon sehr groß, aber für einen Gott. Ich glaube, wir wissen, dass Moradin, das steht wahrscheinlich nicht hier drin, ne? Dass Moradins Avatar bis zu 20 Meter hoch sein kann. Das ist halt schon ein bisschen größer. Und das ist sein Avatar, glaube ich. Oder das ist sein richtiger Körper. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Da müssten wir mal auch gucken, ne, dass wir den dem Artist mehr oder weniger auch für die Zeichnung eine Perspektive geben, wie der wie das aussehen soll, ob man das in Perspektive setzt. Wir gucken uns mal ganz kurz an die Bilder von Moradin, ne? Also ich muss sagen, da macht D&D auch nicht den besten Job. Der hier, lustigerweise, ne, ich wundere mich, warum hier der als Moradin beschrieben wird. Das ist ja eine D&D-Karte, nicht eine D&D-Karte, eine Magic Gathering-Karte. Das ist Hephaistos, der Flammengott aus D&D. Ich glaube, den haben sie da auch nicht rauskopiert. Das Artwork ist, glaube ich, originell aus Magic the Gathering. Und dann weiterverwendet worden in den D-Teros-Setting, das den Gott dort gibt. Wir haben nicht so wirklich, also das sind so die typischen Moradin-Zeichnungen. Und hier kann man auch nicht wirklich erahnen, ne, wie groß so ein Gott sein soll. Also, dass er jetzt 20 Meter hoch ist, ne? Also wenn er jetzt 20 Meter hoch wäre, ne, dann müsste ja dieser Raum, in dem der drin seid, aber mega sowas von gigantisch hoch sein.
Schwierig, schwierig. Würde man dann also die Perspektive mit reinsetzen? Das macht es aber nochmal komplizierter, ne? Wir haben ja so ein bisschen gesagt, von wegen die Problematik. Wo packen wir den Gott hin, dass er nicht auffällt? Wenn der Gott irgendwie 20 Meter hoch ist, dann wird es noch komplizierter, ihn irgendwo hinzupacken, wo er nicht auffällt, ne? Ich meine, wenn wir hier so einen riesigen Langhals haben, der 20 Meter hoch ist, fluoreszierend schwarz-lila leuchtet und überall Augen hat, den Dude würde man quasi von überall sehen. Und das, ehrlich gesagt, ist vielleicht gar nicht so eine uncoole Idee. Im Nachhinein könnte das keine so schlechte Idee sein. Wir könnten den Gott der Wissenschaft durchs Wasser laufen lassen. Wir könnten den außerhalb der Küste durchs Wasser laufen lassen. Warum auch immer. Das wäre dann Lore, warum er um die Welt rumläuft. Aber die Idee, dass er außerhalb der Insel herumläuft im Kreis und dort von oben herabschaut, das hat dann wieder so ein bisschen diese Leuchtturmfunktion, die ich vorhin angesprochen habe, was mir eigentlich in der Theorie ganz gut gefällt. Finde ich irgendwie eine coole Idee. Und dadurch wäre er erreichbar, aber das könnte man natürlich story-wise auch wiederum schwer machen, ne? Also dadurch, dass er zum Beispiel diese Domain der Illusion hat, könnte man so ein kleines Schiffsrätsel darum machen, so ein Bermuda-Dreieck darum machen, dass das Erreichen von ihm dann doch nur unter bestimmten Umständen möglich ist, mit bestimmten Wissen. Und man könnte das Ganze in eine Storyline ganz gut verpacken. Die Idee finde ich ehrlich gesagt ziemlich fett. Also finde ich nicht schlecht. Dann könnte man ihn nämlich auch so groß gestalten lassen. Die Frage ist, ist das dann tatsächlich der Gott oder ist das der Avatar? Aber die Frage müssen wir nicht beantworten. Zumindest nicht für die Spieler. und Spielerinnen. Aber ey, die Idee finde ich nicht schlecht. Dann hätten wir den in der Welt verpflanzt und hätten den an einer coolen Position, wo er so ein bisschen diese Leuchtturmfunktion erfüllt. Finde ich cool. Und dann könnte, ich weiß noch nicht, ob die Person, die dann das Artwork machen würde, ihn dann im Wasser zeichnen würde, sodass man dann quasi den Oberkörper herausguckend sieht, aus dem Wasser heraus. Oder sogar nur den Hals. Ich würde vielleicht den Oberkörper, dass man auch die Augen auf dem Rücken sehen würde, auf dem oberen Ende des Rückens. Fände ich an sich eine ziemlich coole Idee, wenn man das so gestalten würde. Ja, cool. Ich glaube, das ist eine ganz coole und nette Beschreibung dafür. Oh, vielen Dank für den Follow. KillerSchwadron86. Schön, dass du dabei bist. Wir sind so ein bisschen am Brainstormen, wie wir einen der Götter in meiner Homebrew-Welt gerade gestalten wollen. Wird ein Wissensgott sein und er wird so ein bisschen eine Kombination sein aus dem Gott aus Elder Scrolls, zumindest vom Äußeren her, und so einem Langhals-Dude aus Horizon Zero Dawn. In lila und weiß, mit mehr Augen und teils mechanisch. Er wird die Magie-Domain Enhancement Illusion und Divination bekommen. Und ja, was das Alignment angeht, wir sehen auch hier, machen wir mal wieder Moradin auf. Alle Götter in D&D haben, und das ist eine Antwort, die man sagen muss, noch ein Alignment. Da bin ich mal gespannt, denn Alignment ist ja so ein Aspekt, der von D&D immer weiter rausgedrängt wird. Das hat Vor- und Nachteile. Es lässt die Charaktere grauer wirken,
Es lässt wahrscheinlich die Charaktere freier agieren. Gleichzeitig verliert man auch den so eine Art den moralischen Kompass, die Intensität in dem Charakter, das, woran man sich richten kann. Und es macht die Zuordnung ein bisschen komplizierter. Macht das RP irgendwie etwas leerer. Ja. Ich meine, ja. Auf. Ja. Ich überlege gerade halt, ne? Weil wir haben ja, wenn ich das richtig sehe, in Baldur's Gate 3, da sieht man ja so ein bisschen die NPCs, diese Grauskalierung, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Die sind nicht mehr so typisch wie in Baldur's Gate 2. Da haben wir dann die Drow-Dame, ne? Und die ist rechtschaffen böse. So, typisch Drow. Hat in dem Fall noch eine ziemlich düstere Background-Story. Typisch Drow, rechtschaffen böse. Fällt sich, wie man es erwarten würde. Und beide Charaktere-Typen haben Vor- und Nachteile, ne? Zum Beispiel bei Lizelle, die gute, oder? Sind die mittlerweile? Gucken wir uns mal an, wir geben mal Lizelle. Ach, ich hab keine Ahnung, wie man die schreibt. Hatte sie ein Alignment? Hat sie nicht, ne? Da haben sie es nämlich schon rausgenommen, ne? Ich meine zum Beispiel Lizelle, Mini-Spoiler, sie wäre definitiv rechtschaffen von ihrem Charakter her. Aber dadurch, dass wir diese Informationen nicht von Anfang an bekommen, gilt es an uns, das über sie herauszufinden. Wir schauen mal ganz kurz. Ne? Ich habe mal geguckt, ob das Wort Alignment hier in der Beschreibung drin vorkommt. Also entweder ist es hier in der Wiki nicht eingetragen oder wir haben tatsächlich das Alignment halt rausgenommen. Und wie sie es in Baldur's Gate 3 machen, finde ich, to be honest, gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, die Charaktere in Baldur's Gate 3 gefallen mir alle sehr gut. Ich war ein bisschen enttäuscht Pathfinder, in dem neuen Pathfinder. Da haben sie ja noch die alten Alignment-Systeme. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil die Charaktere mir da zu eindimensional vorgekommen sind. Die sind mir so... Ich hatte das Gefühl, so habe ich so den Charakter 3-4 Mal sprechen gehört, wusste ich ganz genau, wie er immer in jeder Situation reagieren wird. Und das hat mir so ein bisschen den Spaß genommen, die Charaktere weiter kennenzulernen, weil sie mir zu klar waren. Sie haben natürlich alle noch so ein bisschen eine Background-Story gehabt, aber an dem Moment habe ich schon zu wenig Interesse für sie gehabt, um diese Background-Story noch weiter zu verfolgen. Das finde ich, macht Baldur's Gate ganz gut mit ihren Charakteren. Da bin ich wirklich irgendwie interessiert, etwas über die einzelnen Charaktere herauszufinden und herauszufinden, ob sie das, was sie zu sein scheinen, nur spielen oder wirklich das und das Alignment haben. Ja, deswegen, es hat Vor- und Nachteile für unsere Göttererstellung. Ne, wir sehen hier, die Götter haben alle ein Alignment, ne? Lawful Good, und ich mach mal, das gibt's bestimmt hier, ne, so, gehen wir mal einfach mal Alignment Meme F5E ab ein, ne, krieg ich das Ding in größer? Ach, leck mich da. Kann ich das Ding nicht größer zeigen? Naja, gut, gucken wir uns, zoomen wir da mal ein bisschen ran. Ne, in D&D, übrigens, den Dude kenne ich hier nicht mal, ist das der? Ne, das ist, wir sollten vielleicht Helden nehmen, die ich auch besser kenne. Aber mehr oder weniger gibt es diese verschiedenen Alignments.
die repräsentieren die Charaktere und dann natürlich auch die Götter und die Domänen, die Orte, an denen sie sind. Und es kann aber auch sein, dass sie sich entfernen werden von der Idee, dass Spielercharaktere Alignments haben werden und die Götter behalten ihre Alignments. Das wird aber halt auch kompliziert. Ne? Das macht es nicht unbedingt einfacher, weil nehmen wir wieder das Beispiel Maud Celestial und den guten Moradin, der ist Lawful Good und die Ebene selbst ist quasi die Ebene des Lawful Good Seins. Und wenn man in dieser Ebene ist und nicht Lawful Good ist, dann kriegt man quasi Probleme. Und das bringt uns dann wiederum im Nachhinein das Problem mit ein. Okay, du hast jetzt diese Gruppe, die sich selbst nicht als so und so definiert und kommt dann in diese Ebene. Also haben sie dann automatisch Probleme oder sagen sie dann im Nachhinein, okay, dieser Charakter aus unserer Gruppe definiert sich als Lawful Good. Es ist schwierig, das Ganze in Einklang zu bringen. Aber mal gucken, ob wir ein besseres Alignment-Meme finden. Aber ich glaube, also zum Beispiel hier so dieses chaotisch-neutrale, ne? Deadpool ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel da drin. Der macht manchmal gute Sachen, der macht manchmal böse Sachen. Und das erkennt man ganz gut. Auch den Joker auf Chaotisch Evil finde ich ganz gut. Batman, der mehr oder weniger auch manchmal in der Grauzone handelt. Aber eigentlich das immer nur im Sinne des Guten macht, ist, glaube ich, eine ganz gute Repräsentation zu neutral gut und im Kontrast dazu zu Superman, ne? Hier, ne? Übrigens Batman vs. Superman, ein Film, bei dem ich, glaube ich, nach 10 Minuten eingeschlafen bin. Ich meine, die Idee war super cool, ne? Aber ich glaube, das war mit einer der langweiligsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Vielleicht war ich auch sehr müde an dem Tag, aber boah, also ich glaube, ich bin noch nie so schnell bei einem Film eingeschlafen. Schade. Ich habe leider keine Ahnung, Dr. Doom haben wir hier und wer hat der Lex Lux oder so, ne? Das sind, glaube ich, auch ganz gute Darstellungen. True Neutral wäre so ein, was sagt er hier? I don't expect you to understand, it's how we should exist, how we were meant to exist. True Neutral war früher tatsächlich, und das war früher so, dass die manchen Alignments tatsächlich auch entscheidend waren, damit du eine Klasse spielen konntest. Ne? Also zum Beispiel Paladine konnten in fast allen Aspekten nur Lawful Good sein, weil sie halt eben diesen Schwur abhalten, um für etwas Gutes zu kämpfen. Und das hat sich dann immer weiter aufgesplittet, sodass Paladine jetzt alles sein können. Und es gab dann natürlich auch den bösen Paladin, den Oathbreaker, der dann böse war, ne? Und True Neutral wäre so das Typische gewesen für Druiden. Denn die Druiden in der, naja, sagen wir mal, originalen D&D-Lore hatten tatsächlich so ein bisschen diesen Aspekt, alles in Balance zu halten und die Natur zu schützen. Und dass das das größte Gut war. Und dass das quasi von Moral entfernt war. Was hatten wir noch? Mönche mussten, glaube ich, immer lawful sein, konnten allerdings halt da aussuchen, ob sie gut, böse oder neutral waren. Es gab, glaube ich, sogar eine Mönchklasse, die lawful böse war oder sein musste. Hatten wir noch irgendwelche interessanten Sachen? Ich glaube nicht. Das waren so die typischsten Beschränkungen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, unsere Götter, das könnte man jetzt auch eventuell negativ interpretieren. Ich glaube, alle meine Götter in der Welt, die werden alle true neutral sein. Alle 8 Götter werden true neutral sein, weil sie mehr oder weniger unabhängig voneinander agieren. Und ihr Handeln auf ihre Sphäre, auf ihre Domains eigentlich reduziert sind und sie das schätzen und nicht
dass sie das im Auge haben und das gesondert von jeglichen moralischen Einstellungen machen. Ich weiß noch nicht, wie glücklich ich damit am Ende sein werde. Das wird in den ein oder anderen Fällen es ein bisschen schwieriger machen, die Entscheidungen zu treffen, wenn wir Leute haben aus anderen Welten. Und allgemeine, diese Kompassfunktion, ne, die fällt so ein bisschen raus. Das würde meine Welt zu einer etwas, naja, sagen wir mal, moderner D&D-Welt machen. Weil in dem Moment, wo alle Götter true neutral sind, unterscheiden sie sich in ihrer Art und Weise vom Alignment nicht mehr. Und rein theoretisch könnten wir dann auch das Alignment weglassen. Weil wenn sie alle mehr oder weniger in ihrer Art und Weise ähnlich reagieren, oder zumindest reagieren zu scheinen, ist das obsolet eigentlich. Ja, Leute, schade, aber es sieht so aus, als wäre ich jemand, der scheinbar mit den neuen Trends gehen wird. So. Ich würde aber sagen, an der Stelle, falls keiner Fragen oder Anmerkungen hat, schließen wir mal unseren D&D-Teil für heute ab. Ich glaube, wir haben von dem ersten Gott so ein ungefähres Bild, so ein bisschen auch das Allgemeine von den Göttern abgehandelt. Im nächsten Stream, der sich zu den Göttern beschäftigen wird, werde ich, glaube ich, die Göttin der Liebe oder den Gott der Liebe, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, allgemein, wie geschlechtlich die sind, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Dieser Wissenschaftsgott, der könnte jetzt auch ziemlich neutral sein. Und vielleicht sind die Götter dann am Ende alle neutral, da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Über die Geschlechtlichkeit der Götter, dadurch, dass sie halt alle irgendwie teilweise auch maschinell sind, ja, weiß ich gar nicht, ob man das so klar definieren wird. Kleiner Spoiler für die nächste Idee des D&D-Gottes der Liebe. Wir werden hoffentlich in der Zeichnung sehr viele Spiele sehen. Das wird so das Main-Thema dieser Gottheit sein. Und das hatte was mit der Funktion der Liebe zu tun. Aber das sehen wir dann in der nächsten D&D-Session. Ich werde das Ganze niederschreiben, was wir uns jetzt überlegt haben, und hoffentlich bald einen Artist finden, der sich bereit erklärt, dazu ein Symbol und ein Vollbild zu machen, denn für die D&D-Welt am Ende hätte ich schon gerne eine, zumindest die Götter fertig, die vier Städte fertig, die Worldmap fertig und so um die vier NPCs. Also einiges, was noch zu tun gilt. Und ja, ich danke euch allen zum Zuschauen für diesen Teil. Bleibt allerdings dran, wir spielen jetzt, glaube ich, noch einen Moment lang Binding of Isaac. Nach einer kurzen Pause, ich switch wieder den Titel. Wir gucken mal, ob wir heute die Challenge schaffen. Und falls ihr euch für Isaac nicht interessiert, dann danke fürs Vorbeischauen. Lasst auch ein Follow und Like da. Ich gehe ganz kurz in die Break und wir switchen auf Binding of Isaac. Bis gleich!